Heute zeige ich euch, was schiefgelaufen ist, wenn euer Auszug plötzlich so aussieht anstatt so. Oder wenn ihr auf der Planzusammenstellung bemerkt, dass euer Auszug viel dicker ist in der Linie, als ihr es bisher gewohnt seid. Dann ist nämlich folgendes das Problem. In den Eigenschaften habt ihr diese drei Haken vergessen. Stift von Layer, Strich von Layer, Farbe von Layer. Jetzt habt ihr aber vielleicht schon Teilauszüge oder Gesamtauszüge erstellt und wollt genau diese wieder in die richtige Farbkoordination bringen. Dann macht es wie folgt. Ich verschiebe mal hier das Aufnahmeprogramm. Ihr geht auf Formateigenschaften modifizieren. Ihr holt euch mit der Pipette den Auszug, den ihr bearbeiten wollt, und sucht euch den richtigen Auszug, entweder das richtige Eisen im Schnitt oder das Eisen im Auszug. Klickt es einmal an, dann habt ihr jetzt zum Beispiel den Layer-Rundstahl-Anschluss. Jetzt wichtig, nicht einfach über alles drüber ziehen, sondern ihr sucht euch Layer, filtert nach Layer, genauso mit der Pipette wieder Rundstahl-Anschluss. Und jetzt über alles drüber ziehen, was ihr so habt in eurem Teilbild. Und jetzt werden alle Rundstahleisen in Rundstahlanschluss wieder richtig in der Farbe, Stift und so weiter dargestellt. Das müsstet ihr für jeden falschen Auszug einmal machen, für jeden falschen Layer. Und dann werden die Farben aber wieder richtig dargestellt. Aber ihr müsst jetzt nicht einzeln durchklicken und sagen, so und so und so ist es richtig. Jetzt schauen wir auf das Ergebnis. Wunderbar, unser Teilauszug hat jetzt wieder die richtige Farbe. Liked, abonniert, vor allem wenn ich euch mindestens zweimal geholfen habe, bitte liken, abonnieren und weiterteilen. Auch ein kleiner Kommentar, was ihr als nächstes sehen wollt, wäre vielleicht ziemlich angebracht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.